Yo, Friends, was geht ab? Wir reagieren auf das Video von Barello TV. Barello trifft Huda. Frankfurt unsicher machen. Wir haben ja schon auf sein... wir haben ja schon auf sein Statement-Video reagiert, wie er gepackt wurde. Ob das stimmt oder nicht, wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall haben wir hier Huda dabei. Let's go. Wir kommen in Frankfurt. Wir machen jetzt einen... Leute, einen Vlog, Leute, mit Huda durch Frankfurt, Leute. Und... Er sieht einfach so absolut total doof aus, dieser Barello, ne? So richtig hohl, Digga, vor allem mit diesem Bart. Ich kann den 0,0 ernst nehmen. Gib mir meine Tasche. Ja. Und wir probieren heute auch Red Bull im Pink, ne? Also wir gehen jetzt steht gut, wir holen jetzt Red Bull. Kommt einfach mit. Ja. Einfach mitkommen, ja? Tschüss. Frankfurt Vlog alle. Okay. Nice Shots, Digga. Einfach wegen GEMA-Rechte mache ich jetzt mal den Ton weg, Leute. Ist ja eh nur Musik, die läuft. Frankfurt, alle. Ah, yeah. Kann ich kurz durch, bitte? Die Kamera halten. Natürlich. Einfach so ein 2 Meter Riese in den ganzen Laden mitfilmen, Alter. Hier, Leute. Ich hab die Geschichte. Weil, hier schon er. Voila, so ein absolut komischer Vlog. Was filmen wir heute? Lass einen Vlog machen. Okay, und was sollen wir machen? Laufen einfach durch den ganzen Supermarkt durch und zeigen jede Ecke vom Laden. Ja, Leute, wir versuchen pinke Red Bull zu finden, aber leider... Ey, oben. Nein, das oben, ist da sind noch die zwei letzten. Leute, guck mal. Einfach zwei. Voilà, zwei. Letzten. Leute, hier... Wie klein ich sie da runterhalten muss. Zwei Stück, Leute. Wir machen Tests und so, weil Huda das noch nie probiert. Und ich habe ihr gesagt, das schmeckt am besten. Kommt. Ihr habt gehört, Barello ist hier geschäftlich, er hat sein Musikvideo aufgenommen. Richtig. Und natürlich hat er mich abgecheckt. Natürlich. Wir fahren jetzt, also ein Kollege holt uns ab, der ist auch Albaner. Bester Kollege. Ist ein guter Freund von mir. Musst du kommen, Velolan? Er hat eine Bar und wir haben das so halt geplant, wir wollten eigentlich aufnehmen, aber Barello hat nicht mal Mikrofon. Leute, bester Kameramann, ohne Mikrofon, nur mit einem... Wallah, es wird nichts für einfach Supermarkt vor der Kasse, jeden am Filmen, so, juckt die gar nicht. iPhone hier und trotzdem wird klasse für Video. Ja, Mann, du bist Bescheid, Leute. Das sind direkt. Was denkt der Kassierer sich eigentlich? Bullsorten. Irgend so ein Allmann, der nebenbei studiert, der denkt sich einfach nur so, ach. Auf jeden Fall zu krass. Was sagst du dazu? Also meine Meinung, Leute, die zwei Red Bulls, also diese pinke, schmecken am besten, Leute. Ich habe alles schon probiert, das ist 10 von 10, Leute. Was sagen Sie dazu? Echt? Ja. Ich trinke keinen Red Bull. Hast du es nicht probiert? So. Nee, tatsächlich. Noch nie? Nee. Walla. Nee. Zwei Armen einfach. Walla. Wie sieht es aus? Hier 8 Stunden Arbeit. Du musst schon. Ah, das? 8 Stunden Arbeit ist sowieso eine andere Sache hier. Ja, wie bist du so produktiv aber? Ohne ein Red Bull. Produktiv. Woher kennt ihr solche Wörter, diese Huda? Ja, schon. Hast du. Spaß, nein. Kann man mit Karte zahlen, ja, ne? Ja, klar. Okay, am besten, ja. Bitte schön. Barello und Huda passen, ja, Bruder, doof und doof. Huda, auf die 1. Huda, die beste Frau. Sag mal die persönliche Meinung über mich. Ich sag auch, ich fange an, okay? Cool. Okay, fang du erstmal an. Okay. Ich sag mal, wir kennen uns seit 2 Jahren, Leute. Ja. Und ich sag dir ehrlich, egal. Ey, Bruder, spielt der diese Rolle? Oder ist es einfach nur so ein. Wie viel Erfolg du in der Zwischenzeit auch noch dazu bekommen hast. Du bist immer bodenständig geblieben und du warst korrekt zu mir, muss ich wirklich sagen. Boah. Also ein korrekter Junge. Boah, ich will wissen, ist das wirklich so ein Dumbo oder spielt er das, Digga? Ich kann doch nicht ernst meinen. Stark. Wallah, Leute, guck mal, ich sage euch ehrlich, Leute. Huda, sage ich euch eine Sache. Auf die 1. Huda, Leute, hat wirklich schlau, Leute. Und Huda ist. Ja, Wallah, du bist schlau. Korrekt. Und plus, Leute. Die ist eine sehr korrekte Frau, Leute. Ne? Die hat mich früher besucht, Leute, wo ich komplett tot war. Und oder ist das scheißegal, ob einer Hype hat oder runter ist oder dies oder das. Weil wenn sie will, die gibt richtig viel Gas und so, aber erstmal konzentriert sich auf andere Sachen und so. Deswegen. Bruder, abgesehen davon, dass ich, Wallah, also wirklich, ne, ich versuche ihn zu verstehen, es ist sehr schwierig. Ich glaube, Huda hat nichts verstanden, sagt einfach auf jeden Fall. Ja, mal Leute. Fällt dir Frankfurt? Ja, Frankfurt ist auch krass, ja. Zeig mal ein bisschen die Aussicht. Sieht man Huda? Oder warum filmt er sich so komisch? Ja, Mann. Nehme ich gut auf?
Und dann nimm du auf. Wow, Crack Frankfurt. Richtig. Spaß, Leute. Auf jeden Fall, wir machen auf jeden Fall Videos. Auf jeden Fall, Leute, wir machen auf jeden Fall Videos. Wir lieben das. Ich und Barello machen richtig, das. Richtig, Leute, richtig. Als Hobby. Quatsch. Und ja, Leute, Huda ist wirklich eine sehr starke. Ja, ja, bla bla bla. Auf jeden Fall, wisst ihr, wie viele Jungs uns angesprochen haben? Wegen ja, ja. Denen, und die haben den nicht so gefragt, wie geht's dir und so. Die fragen so, ja, dein Bart ist aber gewachsen und so. Yeah. Aber Leute, checkt mal die Lage ab, Leute. Schaut euch diesen Übergang. Ewa. Ewa, frisch gemacht. Übergang. Seiten. Leute, oh, frisch gemachte Seiten. Huda weiß ganz genau, Leute. Huda, guck mal, Huda hat auch. Ich bin euch ehrlich? Ja. Ey, Huda, ich schau auf alles. Guck mal, was ein Style. Ich schau auf alles. Guck mal, diese Hose, Leute, ich schau auf alles. Das hat wirklich einen Drip. Guck mal, die Schuhe. Von wo hast du die Schuhe? Sag. Oder man wird auf jeden Fall absolut behindert bei so einem Video. Man wird absolut behindert. Gekauft oder nicht? Online. Ja, gekauft online und so, ne? Und die Tasche? Kooperation gehabt. Ja, okay, aber ist aber gut. Aber Leute, die sieht 1:1, weil ich hab die fast jeden Tag, das ist meine tagsüber Tasche. Tagsüber Tasche. Ey, Wallah, jetzt hab ich offiziell alles gehört. Ah, meine tagsüber Tasche. Ja, hab ich auch so zugeschickt bekommen. Hast du auch Gucci? Ja, ja. Sehr, sehr gut. Okay, was denkst du, wie viel dein Outfit wert ist? Bruder, was ist das für ein Vlog? Weil in diesem Vlog passieren einfach 87 Formate. Outfit-Check. Wie viel ist der Outfit wert? Red Bull probiere. Ach, hör auf mit dieser Firma. Aber komm, wir machen auf Unterhaltung. Wir warten gerade auf meinen Fahrer, Leute, mein Kollege. Egal, ja. So. Tasche, Kooperation. Ja, aber wert, was denkst du kostet? Die kostet, denke ich mal, ein Huni, 100 Euro. Ja. Bruder, die wollte Alltagstasche sagen. Ihr kennt das doch, ja, ich trage keine Ahnung, Alltagsklamotten, Alltagsschuhe, diese Schuhe benutze ich so, die sagt einfach, meine Tagsübertasche. Oh, Jacke von Jacke? Mango bestellt, ich glaube 80 oder 90 hat die gekostet. Ja, Hose? Hose von Zara. Ja. Top von Zara. Von Zara. Und Schuhe? Schuhe von Nike. Stop. Was denkst du, wie viel? 100 Euro. Oh. Kette? Kette, 40 Euro. Hast du keine Uhr oder so? Rolli? Ja, nein, ne? Ja, krass. Okay. Ihr ja, Outfit, wirklich ungefähr auf 200 Euro. Und trotzdem, Leute, deswegen, man muss nicht immer über 10.000 Euro Klamotten anhaben, damit man krass aussieht. Ja, okay, jetzt bist du dran, komm. Komm, zeig mal deinen Auftritt. Leute, ich bin wahrscheinlich zugeschickt bekommen. Auch Kooperation. Auch zugeschickt bekommen. Was ist das für ein Pulli? Wallah, eine albanische Seite hat mir das geschickt und so. Ne? Was kostet das? Boah, ich glaube so um 40. Okay, zeig mal deine Hose. Wey, yo, Hose? Was eine Hose. Die habe ich in Berlin auch bekommen so für Kooperation. Okay, auch in Berlin bekommen so. Schuhe auch zugeschickt bekommen, Balenciaga. Wesh, Leute, wesh, aber man wesh. Denkt, die sind original, sei ehrlich, guck mal Qualität. Ja, Wallah, Leute, guck mal, damit kann man Leute Ewa, Spaß. Richtig, und was willst du noch wissen? Ja, Mann. Bart 4500 Euro? Wallah. Ja, ja, diese Bart ist teurer als das ganze Leute Klamotten. Lassen deren Tachner machen, er macht seinen Bart, Leute. Oder geile Aussage. Leute lassen ihr Tachner machen und der macht sein Bart. Wer Barillo eine Chaya, der hätte sich direkt BBL machen lassen. Natürlich, direkt diese Form hier erstmal. Direkt. Ey, Bruder, muss aber auch erst drauf kommen, dass die Leute sich im Bart, also wirklich, Bruder, Haare verstehe ich ja. Haare verstehe ich ja. Haare machen in der Türkei, tamam. Aber Bruder, Bart? Direkt. Ohne Wenn und Aber. Ewa. Das ist mein Albaner. Ja, scheiß auf Taxi, alle. Ewa, Kostrim! Ewa! Machan! Ja, mach! Sitz vorne! Ja, aber Tasche! Ewa, Kostrim, was geht? Hallo, Leute. Wir machen einen Test von diese zwei. Also, wir testen hier zwei Sorten. Red Bulli kennt ihr doch bestimmt. Ewa.
Wir testen hier zwei Sorten, nicht zwei. Hey. Ist eine Sorte, ne? Aber mit zwei Red Bulls halt. Ja, auf jeden Fall. Hier, das hier, ich mach das. Weil kalt schmeckt am besten, deswegen tu baller da rein. Leute, ich hab's auf jeden Fall nicht probiert gehabt. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich check auf jeden Fall die Lage ab. Warte, ich trinke ein bisschen und ich erklär dir, wie das schmeckt. Ich erklär dir. Das schmeckt süß. Zum Beispiel, du weißt schon, wie eine Rose riecht, ne? Ja. Wie würdest du finden, wenn du eine Rose, die gut riecht, essen würdest? Okay, so würdest du die Sorte beschreiben halt. Ja. Okay. Der ist so lustig. Du musst nur einen Schluck, das ist zu wenig. Das kann. Die hat einfach nichts getrunken. Ja, Mann. Schmeckt dir aber nach was? Nach Rose, ja, Leute, nach Rose. Nach Rose, hast ne? Hast du gut auf jeden Fall beschrieben, ja, Mann. Aber ich verstehe nicht diese Leute, die sagen, das ist gar nichts mehr. Also, das schmeckt, Leute. Mir schmeckt das. Also, ich bin ehrlich, ich habe viele Red Bulls probiert. Das schmeckt mir am besten momentan. Mir auch? Nein, jetzt nicht. Das Blaue ist die Nummer 1. Welche Blaue? Diese normale oder diese Limited Edition? Ja. Limited Edition. Sag mal. Ja, Mann. Das Blaue halt. Ja, ja, kann man auf jeden Fall. Also, hab den Pinken probiert. War so okay, aber war nichts für mich. 4 von 10. Einfach hat total nach Brause geschmeckt. So künstlich. Also war wirklich null was für mich. Ich bin ja auch allgemein kein Red Bull-Trinker, aber Red Bull Original, Red Bull Weiß kenne ich. Die sind eigentlich lecker, aber das. Auf jeden Fall machen, Leute. Auf jeden Fall. Das ist jetzt nicht so ekelhaft. No? Das schmeckt gut. Ja. Also ich finde, mein Geschmack ist das 10 von 10. Wie viel? 0 von 10? Ich würde ihm eine gute 5 von 10 geben. Oder 6 von 10. Tschüss. Von 10? Ja, okay. Ja, die redet das gut, aber gibt 5 von 10. Das heißt ja schon alles. Okay, welches schmeckt so am ekligsten, wo du sagst, von Red Bull? Das Gelbe. Das schmeckt gelbe. Mir gar nicht. Ja. Jo, was geht, Leute? Barreluia, das Video mit Huda ist fertig, Leute. Deswegen mein Kanal folgen, liken und bis zum nächsten Mal, Alter. Patsch! Bruder, Wallah, ich weiß nicht, was ich mir da gegeben habe. Ich will dazu einfach nichts mehr sagen. Ich will dieses Video nur noch beenden.